vielen herzlichen Dank für die charmante Einbegleitung. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, Herr Vizepräsident, Herr Präsident, Herr Generaldirektor, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Ehren- und Festgäste. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen gemeinsam in diesen Tag starten darf. Und wenn ich mir die hochkarätige Runde hier in diesem wunderbaren Festsaal vor Augen führe und vor allem auch Ihr Programm, Ihr umfassendes Programm mit den verschiedensten Themenstellungen, mit den verschiedensten Referenten vor Augen führe, dann besticht wohl die Vielfalt. Aber eines eint uns alle, nämlich die wirtschaftliche Ausbildung. Und auch ich durfte an der Wirtschaftsuniversität Wirtschaftspädagogik studieren. Und wir alle wissen, dass alles, was wir dort gelernt haben, was dort gelehrt worden ist, gehört der Vergangenheit an. Was aber geblieben ist, ist letztendlich, wie gehe ich strategisch an Herausforderungen, an Problemstellungen heran? Wie kann ich zeitgemäße Strategien entwickeln? Und wenn wir uns hier die letzten Jahre vor Augen führen, dann ist auf alle Fälle eines eingezogen in unseren Alltag: die Vernetzung, die Digitalisierung oder, wenn Sie so wollen, das Internet. Ja, und keiner von uns kann sich wohl das Leben mehr ohne dem Internet vorstellen. Das Internet ist eingezogen sowohl in den privaten Bereich als auch in den beruflichen Bereich. Das heißt, 3/4 aller Österreicherinnen und Österreicher nutzen das Internet, ja sogar mehr als die Hälfte nützt das Internet täglich. Und da heißt es natürlich, gerade mit dieser Digitalisierung, mit dieser Vernetzung auch zurechtzukommen. Und gerade eine ganz zentrale Grundlage heute ist eben die Digitalisierung, damit zurande zu kommen. Gerade ist es hier wichtig für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist letztendlich wichtig und notwendig, um hier eine Befähigung im beruflichen Alltag zu haben. Digitalisierung ist vor allem aber auch wichtige Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens. Und gerade der umfassende Bereich der Cybersicherheit ist wohl immer mehr ein Standortfaktor hier für uns in Österreich und auch in allen anderen europäischen Staaten. Daher kommt es auch nicht von ungefähr, dass wir seitens der Bundesregierung vor mehr als 2 Jahren eine österreichweite Cybersicherheitsstrategie auf den Weg gebracht haben, eine österreichweite Cybersicherheitsstrategie, die wir gemeinsam ausgearbeitet haben, Bundeskanzleramt, Verteidigungsressort, Innenressort, gemeinsam mit der Wirtschaft und der Industrie. Und jetzt geht es darum, diese österreichweite Cybersicherheitsstrategie auch Schritt für Schritt umzusetzen. Und gerade bei dieser Umsetzung kommt natürlich auch dem Innenressort eine ganz wichtige und entscheidende Bedeutung zu. So haben wir vor mehr als 2 Jahren das Cybersicherheitszentrum, Cyberkompetenzzentrum C4 ins Leben gerufen im Bundeskriminalamt. Ein Kompetenzzentrum, das vor allem Verantwortung trägt für die Aufklärung von Cyberkriminalität, aber auch im Bereich der Prävention. Und letztes Jahr haben wir angesiedelt ein neues Referat im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, nämlich das Referat schutzkritischer Infrastruktur. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, was zählt denn eigentlich zur kritischen Infrastruktur? Und hier zählen viele Bereiche dazu, wie eben die gesamte E-Wirtschaft, Wasserwirtschaft, der gesamte Bereich der Gesundheitsvorsorge, der gesamte Finanz- und Bankenbereich, das heißt alle Bereiche, die wichtig sind für das gesamte gesellschaftliche Leben. Und kommt es hier zu einer Störung, kann das natürlich nachhaltig unser gesellschaftliches Leben beeinflussen. Umso wichtiger ist es, dass wir diese kritische Infrastruktur letztendlich auch schützen. Aber diese kritische Infrastruktur kann natürlich weder der Staat an sich für sich selbst, also auch die Wirtschaft für sich selbst schützen. Deswegen braucht es hier einfach ein gutes gemeinsames Miteinander zwischen Staat und der Wirtschaft. Deswegen sind wir auch jetzt dabei, ein sogenanntes Cybersicherheitszentrum ins Leben zu rufen, eine Plattform für alle Stakeholder, wo es darum geht, Lagebilder skizzieren zu können, Lagebilder erstellen zu können, aufgrund dieser Lagebilder auch dementsprechende gemeinsame Strategien entwickeln zu können, um dann eben auf sogenannte Störungen oder Cyberangriffe auch reagieren und agieren zu können.
Darüber hinaus haben wir natürlich auch im Fokus den gesamten Bereich der Wirtschaftsspionage. Jedes Unternehmen von Ihnen kann von Wirtschaftsspionage betroffen sein. Wirtschaftsspionage findet oft unbemerkt statt. Umso wichtiger ist letztendlich auch hier der Präventionsbereich. Welche Gefahren spreche ich hier vor allem an? Es geht vor allem um Gefahren, wo eben Mitarbeiter Informationen absaugen, diese Informationen weitergeben, wo Mitarbeiter in ihr Unternehmen eingeschleust werden, wo ihr Unternehmen vielleicht abgehört wird, beziehungsweise E-Mails auch mitgelesen werden können. All das hat uns dazu veranlasst, diesbezüglich auch einen umfassenden Leitfaden zu erstellen und auch regelmäßig Informationsveranstaltungen anzubieten, damit sich auch jede Branche und jeder Bereich auch schützen kann. Das heißt, wir haben also gerade in diesem Zeitalter sehr viel an Herausforderungen. Das digitale Zeitalter fordert uns alle und all diese Herausforderungen können wir nur im gemeinsamen Miteinander Staat und eben Wirtschaft auch bewerkstelligen. Deswegen freut es mich auch ganz besonders, dass das eine oder andere Thema auch heute im Rahmen dieser Veranstaltung angesprochen wird, dass wir Sie auch heute bei uns im Haus, im Innenministerium begrüßen können. Ich darf noch einmal herzlichst gratulieren zu dieser Art von Veranstaltung. Zum einen eben der Verein der Wirtschaftsakademik und zum anderen eben 175 Jahre Gewerbeverein, wo ich auch herzlich gratulieren darf zu diesem Jubiläum. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und allen viel Erfolg zur Bewerkstelligung all unserer Herausforderungen für die nächsten 2 oder sogar 3 Tage, einen erfolgreichen Verlauf Ihrer Veranstaltung. Alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg.